Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Music to be Murdered by Side B von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Music to be Murdered by Side B von Eminem. Das Ganze am 18. Dezember 2020 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rap. Jawohl, das Album an sich ist seit Dezember letzten Jahres draußen. Allerdings damals nur auf CD und digital. Und die Vinyl, die wir jetzt hier haben, die hat leider etwas auf sich warten lassen und ist dann schlussendlich jetzt am 14. Mai erschienen. Deswegen erst das späte Unboxing zum Release, das eben, wie gesagt, schon im Dezember war. Ja, das Album Music to be Murdered by Side B ist eine Erweiterung bzw. eine Deluxe Edition zu diesem wunderbaren Album hier, zu Music to be Murdered by. Das habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute schauen wir uns die Side B, die Deluxe Edition an. Also das Ganze kommt auch schon wie Music to be Murdered by hier in diesem Alfred Hitchcock Design. Es ist auch hier wieder eine Hommage an den alten Meister. Eminem hier in diesem Stil mit dem Raben auf der Schulter. Rechts gibt es jede Menge Blut, das hier runterrinnt. Und dann lesen wir hier noch Stereo, the finest Hip-Hop since 1999, Slim Shady und seine Hockey-Maske. Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite lesen wir auch hier wieder den Albumtitel plus den Künstler. Und dann haben wir hier noch eine Nummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Hier sieht man es sehr gut, was mit dieser Deluxe Edition gemeint ist, bedeutet. Hier lesen wir Side A und zwar haben wir hier 20 Tracks und das sind, wenn wir es kurz vergleichen, die 20, die hier regulär auf Music to be Murdered by dabei waren. Also diese 20 sind quasi die reguläre Fassung vom normalen Album und dann gibt es eben noch diese Erweiterung, die sogenannte Side B mit 16 zusätzlichen Tracks. Wir haben ja auch diverse Features mit dabei, alle hier entsprechend vermerkt. Also 20 plus 16 macht dann 36 gesamt. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Dann haben wir hier noch weitere Infos und natürlich einen Barcode. Eminem, der hier mit einem Revolver durch die Jalousien hier schaut. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. So, auf der linken Seite, einmal hier wieder mit Revolver, so im Schatten. Einmal dann hier als Totengräber, dann natürlich hier auch die gesamten Infos, die Credits zu jedem einzelnen Song. Also wer war hier mit beteiligt, wer hatte hier seine Finger mit im Spiel für jeden einzelnen Song hier vermerkt. Also ohne Ende Infos und Credits. Dann hier wieder Artwork plus hier unten dann nochmal die Album-Credits. Einschusslöcher und natürlich auch das Logo von Eminem, hier das umgekehrte E, in diesem Fall mit diesem Küchenmesser. Gut, dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Es sind eine Menge, und zwar es sind tatsächlich 4 Stück an der Zahl. Wir ziehen die hier mal raus, ist gar nicht so einfach. Stück für Stück bewegen sie sich dann aber doch. So, das sind die ersten 2. Und dann haben wir nochmal 2, die sich hier farblich schon mal unterscheiden. Und zwar ist das Ganze auch hier wieder aufgeteilt, Side A oder Side A und Side B. Also das hier die regulären Tracks, die vom normalen Album und das hier die neuen Bonustracks. Das Ganze ist natürlich etwas verwirrend, gerade bei Vinyls, da ist ja Side A immer regulär die normale und dann Side B einfach die Rückseite. Aber wie gesagt, wir haben hier, ich zeig's mal ganz kurz, die hier generell in diesem Design. Schauen wir uns mal an. Also, weiße Papierhülle. Die Vinyl kommt dann, überraschend, nicht in Schwarz, sondern in Grau. So sieht das aus, beziehungsweise wenn wir es richtig halten, dann so. Also hier haben wir dann das Eminem E. Und hier dann Side A, das hier so senkrecht runterläuft. Und auf der Rückseite
haben wir die Infos, die Tracks, die hier mit drauf sind. Also 10 Tracks hier auf dieser Vinyl. Part 1 ist dann die Seite, die vorher gezeigte, und Part 2 ist dann diese hier. So, dann packen wir das wieder zurück und kommen zur zweiten Vinyl. Die kommt dann auch hier in diesem Design. Also auch hier lesen wir dann natürlich wieder, Moment, so, Side A. Holen wir mal raus. Das ist dann die hier, natürlich auch wieder in diesem Grau. Und auf der Rückseite dann lesen wir Part 3 und Part 4. Also die nächsten 10 Tracks. Und somit haben wir dann die 20 Tracks des regulären Albums erledigt. Die sind hier komplett auf diesen beiden Vinyls. So. Und dann kommen wir zu Side B, also zu denen, die jetzt wirklich hier neu sind, die jetzt hier auf dieser Deluxe Edition mit dabei sind. So, auch die natürlich wieder in weißer Papierhülle. Holen wir mal raus. Das ist Nummer 1. Hier können wir es dann lesen. Side B. So, hier geht's los. Part 1 und Part 2. Hier natürlich dann etwas weniger drauf. In diesem Fall dann 8 Tracks, weil wir haben jetzt hier dann nur noch 16 aufzuteilen. Somit haben wir dann 16 auf diese beiden Menüs, sprich 8 pro. Dann haben wir hier noch so ein Einschussloch. Können wir wieder zurückpacken. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Vinyl. Das ist in diesem Fall dann die hier. Natürlich auch hier wieder weiße Vinyl, also weiße Papierhülle. Und Vinyl dann in diesem bekannten Grauton. So, das ist die letzte. Natürlich auch hier wieder Side B. Und hier dann Part 3 und Part 4 jeweils mit der Tracklist beschriftet. Gut. So. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal die beiden Vinyls hier von Side B, also die neuen, die Bonustracks. In diesem Fall 16 Stück an der Zahl hier auf diese beiden Vinyls. Und dann die Side A, also die vom regulären Music to be Murdered By quasi, ebenfalls auf einmal, zweimal Vinyls, hier jeweils 10 Stück, also 20 und insgesamt dann 36 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Music to be Murdered by Side B. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.